Ja, liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und ich nutze die Chance, ich bin in Quarantäne, habe viel Zeit, ich bin ein bisschen erkältet, ich hoffe, ihr versteht's. Und weiter geht's mit der, ja, mit der Kanada-Saga. Es haben mich so viele von euch drauf angesprochen und gesagt, Robert, wann geht's denn nun endlich weiter? Mich schreiben Leute bei Instagram an und fragen, wieso kommt nicht der neunte Teil? Und ich frage mich echt die ganze Zeit, also die Aufrufzahlen von den Videos waren echt relativ gering, aber anscheinend, die es geschaut haben, die haben es wirklich gerne geschaut. Und ich hatte ja gesagt, so die letzten Monate hatte ich da wirklich keine Lust drauf, weil ja Lockdown und irgendwie erzählst du über so ein fernes Land und dann ja, hat man irgendwie so ein Gefühl, naja, irgendwie deprimiert einen das, dass man irgendwie nicht raus kann. So. Egal, ist jetzt mein Problem und von daher ist meine kleine Weihnachtsüberraschung für euch. Wir machen weiter mit 5 Monate in Kanada. Und wir erinnern uns, wo war ich gewesen? Wir waren mit dem Joe im Goldcamp im kanadischen Busch. Und was haben wir da gemacht? Dort haben wir quasi Bohrung gemacht an so einem riesigen Berg und dort sollte es wohl Goldvorkommen geben. So, nun war meine Aufgabe, die großen Dreibeiner aufzustellen und dort wurde dann ein großer Bohrer auch mit draufgesetzt und dann haben wir quasi Probebohrung gemacht, um Gesteinskerne aus dem Erdreich zu holen und dieses Gestein wurde dann untersucht auf Anzeichen von Gold. Also eine total aufwendige Geschichte, könnt ihr euch auf jeden Fall vorstellen und es war auch wirklich richtig harte Arbeit. Ich habe euch ja gesagt, ich musste da erstmal den Weg freisägen mit der Kettensäge, dass wir überhaupt zu diesem Camp gekommen sind. Dann haben wir erstmal dort alles aufgebaut, Zelte, dann haben wir dieses riesige Wohnmobil dort irgendwo erstmal eingepackt. Und dann ging die Arbeit los und das war richtig schwere Arbeit. Also schon allein diese drei Beine immer aufzustellen, die musst du quasi, ja, war so ein vielleicht 3 Meter hohes Gerüst. Dann wurde der riesige Bohrer dort draufgesetzt und dann haben wir quasi in das Erdreich reingebohrt. Könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr das manchmal in den Film seht, wenn nach Öl gebohrt wird. Ein bisschen kleiner alles, aber das Prinzip war ungefähr das gleiche. Ja, schwere, schwere Arbeit auf jeden Fall. Und plötzlich am Abend, was ist passiert? Auf einmal fliegt dieser ganze Bohrer auseinander und ja, dieses große Bohrgerät ist kaputt gegangen. Eigentlich wollten wir 2 bis 3 Tage im Goldcamp bleiben und ja, nachdem der Bohrer kaputt war, konnten wir nur noch eins machen. Wir konnten alles zusammenbauen und der Joe, der hat den Kanal richtig voll gehabt, weil das bedeutet, es war sein Gerät und er musste das wieder, ja, für viel Geld reparieren. Also ging es wieder zurück, 300 Kilometer waren wir hingefahren und dann sind wir 300 Kilometer abends zurückgefahren mit dem alten 70er Jahre Wohnmobil. Also da hast du, wie gesagt, das hatte Stühle so groß wie meine Couch hier so ungefähr. Also ein bisschen übertrieben gesagt, aber wirklich unglaubliche Dimension. Das Wohnmobil war halt irgendwie noch eine ganz andere Zeit, wo diese Dinger konstruiert worden sind. Und wir sind dann wieder zurückgefahren. Und ich habe euch ja schon gesagt, die Hinfahrt sind wir schon so gefühlte 50 km/h gefahren und abends, wir waren alle total müde. Wir sind bis in die Nacht reingefahren und irgendwann um 2 waren wir dann wieder in Kamloops gewesen, waren wir wieder bei der Andrea im Haus und sind wirklich einfach nur angekommen, todmüde ins Haus und dann einfach nur, ja, in Schlaf gefallen. Ja, der nächste Morgen brach an, wir sind irgendwann aufgestanden, haben die ganzen Bohrkerne vom Pickup abgeladen und dann kam irgendwie von dem Geologieinstitut ein Lastwagen lang, hat die Kerne eingeladen und die wurden dann halt untersucht. Was da rausgekommen ist, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen und wir hatten ja auch wirklich nur ein Viertel von den Bohrungen, die dort an dem Berg gemacht worden sind, geschafft und von daher kann ich euch nicht die Ergebnisse sagen, aber es war wirklich eine total interessante Erfahrung und wenn man erstmal so einen Einblick hat, wenn ihr irgendwie vielleicht die Goldgräber in Kanada seht, was für ein Aufwand betrieben wird, um irgendwie an Gold zu kommen. Es ist echt unglaublich und das ist mit solchen hohen Kosten verbunden. Wenn man das sieht und auch mit solchen großen Umweltschäden, habe ich euch ja schon in der letzten Folge gesagt, das ist schon echt völlig irre. Ja, dann war ich wieder in Kamloops und ich habe so gemerkt, okay, meine Zeit dort ging irgendwie zu Ende. Ich hatte auch keine richtige Lust mehr. Jetzt war das Goldcamp vorbei. Jetzt hieß es wieder dann irgendwie den Stadtgarten von der Andrea wieder ja, ein bisschen auf Vordermann bringen und irgendwie hatte ich auch keinen richtigen Bock mehr drauf. Ich wollte wieder auf eine richtige Farm, ich wollte wieder richtige Wufen gehen, richtige Farmarbeit machen. Und ja, dann habe ich irgendwann, na 2 Tage war ich dann noch da und dann habe ich dann der Andrea gesagt, Andrea und Joe, ich werde morgen früh euch verlassen.
War okay, ich habe noch mein Geld bekommen vom Goldcamp, waren auch wieder mal 400 Dollar. Ich habe es euch ja schon in der letzten Folge gesagt, die haben das Geld da zum Fenster rausgeschmissen. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, aber anscheinend wurde das wirklich dieses, er war ja Prospektor, quasi Goldsucher, und das wurde wahrscheinlich wirklich richtig gut bezahlt. Ist jetzt meine einzige Erklärung, dass die sich den Lebensstil da leisten konnten. Ja, die Andrea hat mich früh zum Bus gefahren und irgendwie hatte ich schon die 2 Tage vorher versucht, dann irgendwie bei dieser Woofing-Seite zu schauen, irgendwie nach einer neuen Farm, aber irgendwie hat es sich auch nicht so richtig ergeben und ich war nur zum Busbahnhof gefahren und wusste, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht, wohin ich als nächstes reisen soll. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, ich wollte einfach mal für mich alleine sein. Ich wollte mal wieder irgendwie meinen Tag selbst planen können, selbst entscheiden können, wie und wohin ich gehe. Und von daher war mir das auch gar nicht so unrecht, dass ich nichts gefunden hatte, sondern ich bin einfach zum Busbahnhof, habe mal geschaut, habe die Anzeigentafel so angeschaut, wohin könnte es mich denn verschlagen? Ich hatte so ein bisschen den Süden im Blick gehabt, aber dann habe ich ein was gesehen, Vancouver Island. Und das war ja gar nicht mal so weit von Kamloops, war ich ja da gewesen, war das gar nicht so weit entfernt. Also habe ich wieder einen Bus zurück nach Vancouver genommen und von Vancouver dann ans Pier. Und da gibt es dann quasi eine Fähre, die dann rüber nach Vancouver Island fährt. Und Vancouver Island ist eine sehr klimatisch bevorzugte Insel, also da gibt es den Golfstrom, von daher sind die Winter da auch relativ mild. Und ich hatte euch ja, wenn ihr euch mal dran erinnert, hatte ich ja bei der ersten Farm, hatte ich ja auch Woofer kennengelernt, die dann im Gewächshaus waren und anstatt des Unkrautes die ganzen Möhren rausgerupft hatten. Und die von den beiden hatte ich die Telefonnummer noch und die wohnten irgendwo auf Vancouver Island. Und ich dachte so, die kannst du vielleicht mal kontaktieren. Vielleicht könnte die irgendwie einen Tipp geben, wo du hin kannst. Oder vielleicht kannst du auch bei denen wohnen. Die waren total nett. Und mit denen hatte ich mich auch richtig gut verstanden. Okay, auf ging's nach Vancouver. Wieder mit einer Busfahrt. Ich habe einfach so die ganze Fahrt genossen. Und wir kamen am Pier in Vancouver an. Und wie sollte es sein? Vor meiner Nase fuhr natürlich genau die Fähre nach Vancouver Island weg. Ja, dann erstmal so ein bisschen gewartet. Nach 2 Stunden fuhr der nächste. Ich Fähre noch irgendwie draufgekommen, waren total viele Leute, die darüber wollten. Und ich hatte auch überhaupt keine Vorstellung, was mich auf Vancouver Island erwartet. Also ich dachte, es ist irgendwie so eine kleine Insel und dass da irgendwie so nur ganz wenige Leute leben. Ich hatte mich da auch ehrlich gesagt gar nicht groß mit beschäftigt. Ich habe gesagt, okay, wir fahren auf die Insel und habe mir da so eine kleine Insel vorgestellt. Aber das ist ja wirklich ein richtig großer Flecken Erde. Also wunderbare Fährfahrt. Ich habe oben auf dem Deck in der Sonne gesessen. Dann zog so diese Inselwelt an mir vorbei. Hatte so einen Charakter, so ein bisschen von Schweden vielleicht. So könnt ihr euch das vorstellen. Also überall so kleine Inseln. Auf den Inseln waren kleine Häuschen. Und dort haben halt die Leute auch ihr Wochenendhaus gehabt. Dort haben die ihre Boote gehabt und haben dort auch ihre Ferien verbracht. Also wunderbare Aussicht und zwar mal wieder richtig toll, irgendwie alleine zu sein. Irgendwie der Wind wehte mir um die Nase, die Sonne schien mir ins Gesicht. Also war richtig coole Überfahrt. Und dann kam ich an und war dort quasi am Busbahnhof wieder gelandet. Wohin fährst du jetzt? Ich hatte mich überhaupt nicht mit beschäftigt. Und dann sah ich so Victoria, okay, habe mir auf meinem Handy geschaut, schien ja eine größere Stadt zu sein. Fährst du mal nach Victoria auf Vancouver Island? Ja, Bus gestiegen, schon auf der Fahrt noch mal ein bisschen geschaut, okay, das war schon eine größere Stadt, musste ich nur noch irgendwie eine Unterkunft finden. Angekommen in Victoria, erster Eindruck, wirklich sehr schön. Und dann bin ich so durch die Straßen gelaufen, hatte mir dann schon ein Hostel ausgeguckt und plötzlich, also ich muss euch sagen, ich war dort echt geschockt, weil an jeder Stelle oder in vielen Bereichen in Victoria so viele Obdachlose. Es war wirklich der absolute Wahnsinn. Und also ich muss euch ehrlich sagen, so ein Level an Verwahrlosung, wie die Menschen auf dem Level, wie die Menschen dort waren, hatte ich irgendwie noch nie in der ganzen Welt gesehen. Also ich war schon ganz gut rumgekommen, aber das waren echt, also man, das hat einen irgendwie schon an Zombies erinnert, also Drogen, keine Ahnung, was die alles genommen haben, also wahrscheinlich Heroin war da auf jeden Fall.
gut dabei, Crystal, diese Krokodildroge da und so weiter, das muss dort auch relativ verbreitet gewesen sein. Und irgendwie habe ich dann später auch herausgefunden, warum es dort so viele Obdachlose gab. Und der lustige Fakt, oder naja, kann man wahrscheinlich nicht so lustig nennen, war einfach, dass es ja irgendwann mal diese Winterspiele in Vancouver gab, also irgendwie Olympische Spiele in Vancouver. Und was hat die Stadt gemacht, dass die wirklich so ein schön sauberes Äußeres der Welt präsentieren kann? Es wurden alle Obdachlose quasi in Vancouver zusammengekehrt. Und wohin wurden die gebracht? Genau, nach Victoria auf Vancouver Island. Und von daher hattest du dort unglaublich viele Obdachlose so und Drogenabhängige. Und du liefst durch die Straßen und die lungerten wirklich dort überall lungerten die rum. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass sie dich irgendwie angemacht haben oder irgendwie angebettelt haben. Die vegetierten dort einfach so vor sich hin. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wo bist du hier gelandet? Und dann war ich irgendwie am Hostel dann angekommen. War relativ schwierig, da was zu finden. Weil, wie gesagt, eine Insel, da wollten viele hin. Und ja, dann eingecheckt und dann gehe ich abends nochmal raus, wollte mir noch was zu essen kaufen und direkt neben dem Hostel war dort so eine, ja, wie so eine Suppenküche für die Obdachlosen. Und also das war so massiert, dort waren vielleicht 50 von diesen Menschen und das war, also ich glaube, wenn man irgendwie so einen Zombie-Film mal drehen möchte, dann wäre genau das der richtige Szenerie gewesen. Also unglaublich und das hat mich echt auch irgendwie so ziemlich geschockt, in was für Zuständen Menschen sein können und wie verwahrlost oder wie, ja, wie soll ich sagen, abgefuckt Menschen überhaupt noch existieren können. Also unglaublich und das war irgendwie so ein Fact, den ich irgendwie von Vancouver oder von Victoria mitgenommen habe, diese absolute Verwahrlosung dieser Menschen da. Ja, okay, einkaufen gewesen, dann wieder ins Hostel und das Schöne war, es war ein sehr kleines Hostel und die Zimmer waren auch sehr klein und das war irgendwie so ein, ja, kennt ihr vielleicht so ein, wenn ihr in Japan so diese Mini-Hostel seht, an das könnt ihr euch erinnern, also da war ein winziger Raum, da standen 4 Doppelstockbetten drinne und ein kleines vergittertes Fenster, weil ihr erinnert euch ja nebenan waren dann quasi die Obdachlosen und wahrscheinlich gab es da öfters Einbrüche oder Probleme, also dort war alles vergittert und verrammelt ohne Ende. Ja, wie gesagt, ich rein ins Hostel, war schon natürlich belegt, waren schon 3 Leute drinne und waren auch so 2 Jüngere dabei und ja, ich war dann schon so abends noch an der Bar, noch ein Bier getrunken, so mal ein bisschen rumgeschaut in Victoria und dann dachte ich irgendwann, naja, jetzt wäre es schon ganz nett schlafen zu gehen. Ich kam ins Zimmer und plötzlich war dieser winzige Raum, waren da noch 10 Leute am Start, alle so 20-Jährige und die fing dort gerade so an, so ein bisschen was aufzubauen, so ein bisschen Kissen so auf dem Fußboden zu drapieren und ich dachte mir so, okay, weil ich frage so, was passiert denn jetzt hier? Ja, wir wollen hier eine kleine Party feiern und ich so, ey Alter, ich bin hier seit irgendwie heute früh um 6 unterwegs, finde ich jetzt irgendwie nicht so nice, dass ihr jetzt hier eine Party machen wollt, weil ich will jetzt eigentlich schlafen. Der andere über mir war, das war so ein älterer, dem schien das irgendwie jetzt nicht so zu stören. Naja, ich bin dann jedenfalls zur Rezeption runter, ich sag so, kannst du mir noch irgendwie ein anderes Zimmer geben? Ihr sagt, die wollen da ein bisschen Party machen und so, okay, habe ich dann noch ein anderes Zimmer bekommen, bin dann da rein, betrete das Zimmer und da hört es schon dieses Geräusch, was ich zum Tod nicht ausstehen kann, nämlich und dort schliefen schon 2, also war dann irgendwie gegen 22:30 und die schnarchten und ich dachte, oh mein Gott, ey, ich hasse das, wenn neben mir irgendwie, wenn ich in einem Raum schlafe und dort schnarcht jemand, kann ich nicht schlafen und ich, okay, naja, vielleicht hört es ja irgendwie auf. Ich rein, alles schnell ausgepackt, den Rucksack, mich dort so leise, wie es geht, in das Doppelstockbett gelegt. Und die haben dort gesägt, die halbe Nacht. Ich habe mir meine Oropax reingesteckt. Dann habe ich irgendwie probiert, mir die Kissen so über die Ohren zu legen. Dann habe ich probiert, mir Kopfhörer ins Ohr zu machen und irgendwie drüber die Oropax reinzumachen. Also ich habe wirklich alles probiert. Irgendwie mit Musik im Ohr und irgendwie noch Kissen drauf ging es dann, so dass ich einschlafen konnte, aber es war wieder mal so eine Erfahrung und vielleicht wissen das einige von euch, ja, in so einem Dorm im Hostel kann man schon lustige Dinge erleben und auch so ein Schnarchkonzert.
Also für mich war das so die Nacht unruhig. Naja, okay, so ist es halt. Manchmal muss man mit leben. Dafür war es relativ günstig, also irgendwie $30. Und das war irgendwie $30 die Nacht. Und das war in Victoria dann schon relativ günstig. Ich dann am nächsten Tag die ganze Stadt erkundet, war natürlich auch schön an der Küste gelegen. Und dort habe ich einfach mal so ja, an den Stränden dort abgechillt. Das waren so schöne Steinstrände mit solchen großen Steinen. Und da konnte man dann einfach auch mal sich wo hinsetzen, das Meer rauschen lassen und ja, einfach sich so einfach mal erholen. Und ihr wisst ja, die Andrea, die hatte mich dort schon irgendwie, als ich auf der Farm, auf der Stadtfarm war, dann schon wirklich 2 oder 1,5 Wochen wirklich jeden Tag in Beschlag genommen. Und ich musste mir die Geschichten anhören und so weiter. Und ich war auch irgendwie an so einem Punkt, dass ich einfach mal Ruhe braucht und nicht mit niemand reden wollte und einfach mal für mich sein wollte. Und das kennt vielleicht der ein oder andere von euch, wenn ihr mal auf so einer Reise seid. Gerade mit diesem Woofing genießt man dann auch wirklich mal einfach die Zeit, wenn man irgendwie so eine Zeit für sich selber hat, für sich alleine hat, wo man mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen kann, einfach die Dinge, die man erlebt hat, reflektieren kann und einfach mal irgendwie abchillen kann und einfach mal für sich ist. Aber wie gesagt, Victoria, wirklich absolute Empfehlung. Tolle Stadt, hohen Anteil an indigener Bevölkerung. Zumindest habe ich dort viele von den Natives gesehen. Die haben dort auch viel Kunst verkauft und so weiter. Und das war schon echt ziemlich cool. Hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Ja, wie ging es weiter? Ich war so ein bisschen unschlüssig. So ein bisschen auf Vancouver Island rumgeschaut. Was gibt's denn da für Farm und so weiter? Ja, irgendwie angeschrieben, war so alles irgendwie nicht so richtig und irgendwie haben gesagt, ja, in einer Woche kannst du vorbeikommen, jetzt ist gerade schlecht und ja, okay, Mist. Okay, dann habe ich mir die Telefonnummer von den beiden, die da auf der Farm waren, rausgesucht und ja, wie nennt man den mal? Wir nennen den einfach mal Jason und Katie. Ich kann euch die Namen wirklich nicht mehr sagen, ist schon zu lange her. Ich angerufen einfach so. Und da war die Katie am Telefon, die sagt, hey, hier ist Robert, wir haben uns damals auf der Farm getroffen, wie geht's denn euch so? Ich bin gerade auf Vancouver Island, so. Ich dachte mir, na, vielleicht sagen sie irgendwie, komm doch lang und so. Ich dachte mal, ich gehe mal irgendwie so ein bisschen auf Dummfang, könnt ihr mir irgendwie so sagen, wo hier ein guter Ort ist, ich suche gerade eine Farm, finde irgendwie nichts Richtiges. Und die so, ah, Robert, du bist auf Vancouver Island, super, komm doch zu uns in unser Haus, wir haben ein total großes Haus. Und da kannst du einfach mal 2, 3 Tage mit übernachten. Oh, ich dachte, super, das war doch genau das, was ich wollte. Ja, ich zur Busstation, dachte ich, also das läuft ja wirklich wie ein Länderspiel, in Bus gestiegen und dann bin ich da irgendwie in Norden von der Insel gefahren. Und die Insel wirklich auch wunderschön, viele dicht bewaldet, viele schöne Natur, tolle Küstenlinie und so weiter. Also wirklich Vancouver Island eine Reise wert. Ja, 2 oder 3 Stunden Busfahrt waren vorüber und ich kam dann in den Ort an, wo die beiden mich abholen sollten. Und ja, das war wirklich so ein bisschen mit Spannung verbunden, weil ich hatte die ja wirklich nicht lange kennengelernt. Ich war mit denen irgendwie 2 Tage auf der Farm gewesen und du solltest dann gleich bei denen wohnen da oder bei ihren Eltern wohnen. Und der Jason kam aus Portugal und war dort auch Woofer gewesen und hatte beim Woofing die Katie kennengelernt. Und die Katie war eine Kanadierin und ihre Eltern wohnten auf Vancouver Island, dort in dem Ort, in dem ich gewesen war. Die war natürlich jetzt groß in Love und so weiter und er wollte nicht zurück und war halt auch schwierig mit der Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Aber irgendwie hat es geklappt und er wohnte dann quasi mit bei ihr, bei ihren Eltern. Die kamen an, die hatten auch ein Auto gehabt, haben mich abgeholt und dann haben die mich dort erstmal in dem Ort rumgefahren, war so ein kleiner Fischeort, also total schön gelegen auch. Und wir waren auch einkaufen, haben so ein bisschen rumgeschaut und dann sind wir zum Haus gefahren. Und die Katie hatte mir ja gesagt, wir haben ein ganz großes Haus. Ja, wir bogen so ein und ich dachte, oh, das Haus sieht ja gar nicht mal so groß aus. Okay, ich dachte mir, vielleicht haben die hinten irgendwie noch ein kleines Ferienhaus und so weiter. Aber ich habe meinen Rucksack aufgesetzt und aus dem Auto ausgeladen, aufgesetzt, ins Haus rein. Und ich merkte schon, das ist echt gar nicht mal so groß hier. Und wie gesagt, dort lebte noch der Vater von der Katie, der war Holzfäller. Die Mutter, die war irgendwie in der Kirche irgendwo da und noch eine Schwester von ihr. Und ich sag so,
Okay, wo schlafe ich denn jetzt am besten? Und er sagt, müssen wir mal schauen und so, wir haben noch ein Zelt. Ich so, okay, ein Zelt. Draußen im Garten kannst du dir das Zelt aufstellen und schläfst im Garten draußen. Okay, war jetzt auch nicht so warm da, aber ich dachte mir, okay, am Ende ist es vielleicht auch nicht schlecht. Da hast du so ein bisschen so deinen eigenen Platz, deinen eigenen Raum, da kannst du ein bisschen chillen für dich. Ist eigentlich ganz cool und ich meine, es war ja wirklich geschenkt, war ja auch total freundlich. Ich stand draußen im Garten das Zelt aufgebaut, habe mir dann noch paar Decken geholt, weil das war schon echt in der Nacht frisch. Also da ging es teilweise runter bis 7, 5 bis 7 Grad. Das war schon so mit so einem dünnen Schlafsack nicht ganz so angenehm, aber war okay. Naja, dann habe ich mir so ein bisschen mich mit den Leuten da angefreundet, mit dem Vater vor allen Dingen. Der Vater hat mich schon beeindruckt, war ein cooler Typ. War wirklich so ein 50-Jähriger, so ein ganz drahtiger Typ und der war Holzfäller. Und ich sag so, Holzfäller, wie wird man Holzfäller? Und die Geschichte war, dass die Katie, ihre Eltern waren eigentlich gar nicht original aus Kanada, sondern die kamen aus Neuseeland. Die waren eingewandert, warum auch immer, habe ich irgendwie nicht so auf dem Schirm mehr gehabt, warum das so war. Jedenfalls sind die dann angekommen und das Problem ist ja, dass du musst irgendwie Arbeit nachweisen, wenn du nach Kanada einwandern willst. Also das ist jetzt nicht hier wie bei uns, so komm erstmal rein und dann schau mal, was passiert, sondern dort musst du genau sagen, das und das will ich machen, die und die Qualifikation habe ich. Und wenn du die nicht hast, dann kriegst du keine Aufenthaltsgenehmigung. Ja, und wie gesagt, war eine total freundliche, gottesfürchtige Familie auf jeden Fall. Ich habe euch ja gesagt, die Mutter, die war da im Kirchenvorstand ganz groß. Und der Vater sagte, hat mir so ein bisschen was über sein Holzfällerleben erzählt. Also der ist viel zu Leuten. Also da gibt es ja Leute, die große Grundstücke haben und die sagen dann, okay, mach mir mal für den Winter, keine Ahnung, 10 Raummeter Feuerholz, so ungefähr. Und dann geht er dann in den Grundstück, fällt die Bäume, sägt die klein, hackt das alles klein, stapelt das ganze Holz ein und das war seine Tätigkeit. Also absolut harter Job auf jeden Fall. Und der war wirklich, da hatte Arme. Also das war so ein, habe ich euch ja gesagt, das war so ein drahtiger Typ, aber da war wirklich jede Muskelszene zu erkennen und das hast du richtig gesehen. Der hatte richtig Power drin in den Armen auf jeden Fall. Ja, aber am nächsten Tag war erstmal der Sonntag. Okay, und dann, das war Kirchentag. Und die gute Idee, die Familie, die hatte beim Abendessen, wir nehmen dich am nächsten Tag mit in die Kirche. Und ja, also ich war ja mit Kirche so irgendwie, ich habe da nichts jetzt irgendwie nichts zu tun gehabt in meinem ganzen Leben. Also ich gehe vielleicht mal irgendwie Weihnachten in die Kirche, aber ansonsten habe ich da irgendwie überhaupt keine Berührungspunkte. Aber ich dachte mir, okay, kann jetzt schon nicht so schlimm werden. Früh alle aufgestanden, das war dann irgendwie das Highlight des Tages, der Kirchengang. Okay. Ins Auto rein, zur Kirche gefahren und das ist so wie diese Holzkirchen, wie ihr das manchmal in den amerikanischen Filmen seht. Dann wartet da schon der Pfarrer oder Priester davor und begrüßte jeden und ich wurde dann rumgeführt. Ja, das ist hier der Deutsche, der ist bei uns zu Besuch und so weiter und alle, und was machst du? Und dann waren auch Leute irgendwie, die aus Deutschland mal eingewandert waren und also war riesen. Wie eine Riesengemeinde, wirklich, also wirklich auch schönes Miteinander. Und dann gingen wir rein und dann wusste ich ja überhaupt nicht, was man macht da so. Die führten mich dann so hin, du setzt dich jetzt hier hin und dann gibt es ja diese ganzen Rituale. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine normale, vielleicht eine katholische Kirche war oder ob das schon irgendwie so eine spezielle Glaubensgemeinschaft war. Jedenfalls gab es dann vorne so eine riesige Tafel, da wurde dann die Gebete abgespielt und der Priester erzählte dann was und dann wurde gesungen und dann auf einmal sprangen alle auf und umarmten sich und ich so aufgestanden so und dann umarmten die wildfremde Leute und es war schon echt ziemlich speziell, aber ich dachte mir, okay, hast es mal auf jeden Fall erlebt, ist auch wieder eine Erfahrung, die du gemacht hast. Ich wurde dort nicht bekehrt, obwohl sie es versucht haben. Die Mutter versuchte mir dann immer irgendwie so Gespräche über Glauben und so ein bisschen so aufzudrängen. Aber ich habe da immer so gesagt, ja, ich schaue mir das gerne mal an, so später, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür. Naja. Wir dann noch Kuchen gegessen mit der Kirchengemeinde und dann ging es wieder zurück und noch ein bisschen gechillt am Nachmittag. Und am nächsten Tag sollte ich ja mit dem Vater quasi zum Holzhacken gehen. Der hatte gesagt, ey,
Robert, du bist ein großer Typ, kommst einfach mal mit, kannst mir ein bisschen helfen. Und am Ende habe ich ja dort umsonst gewohnt, habe dort auch mitgegessen. Ich sage ja, auf jeden Fall. Und von daher war es mir ja auch irgendwie lieb, weil erst war ich Farmer gewesen, dann war ich Goldgräber gewesen und jetzt war ich Holzfäller gewesen. Also ich meine, wenn das nicht alle kanadischen Stereotypen entspricht, dann weiß ich es auch nicht. Von daher dachte ich mir, cool, das wird ein richtig schöner Tag und wir schauen einfach mal, was passiert. Ja, der Vater weckte mich dann früh schon irgendwie 6 Uhr, schnell was gegessen und dann fuhren wir irgendwie in den nächsten Nachbarort und das war folgende Gegebenheit, dort gab es so einen Mann, der saß irgendwie im Rollstuhl so und die kannten den irgendwie über die Kirchengemeinde und der hatte irgendwie so multiple Sklerose, also die Muskeln bauten immer mehr ab und da war ein Rollstuhl gefesselt, war jetzt irgendwie nicht so eine schöne Geschichte natürlich, der war auch alleine. Und die haben dann so ein bisschen als im Akt der Nächstenliebe haben die dann gesagt, gut, wir machen für dich dieses Jahr dein Feuerholz. Also gingen wir in den, gingen wir irgendwie in den seinen kleinen Wald, also der hatte wie Anschluss an sein Gelände oder sein Grundstück hatte der da wie so einen kleinen Wald und dann kam noch so ein anderer Typ. Also so ein richtig, und der Typ war auch sehr speziell, also war so ein richtig dicker, stämmiger Typ. So ein Kanadier, also richtig laut, den hättet ihr schon irgendwie einen Kilometer Entfernung, hättet ihr den schon gehört. Der hatte so einen merkwürdigen Anzug an, aber dazu komme ich später noch, was das damit auf sich hatte. Und wir nennen den mal Dave. Wir nennen den mal Dave und Dave war 6 Monate in Kanada und lebte dann in den Wintermonaten, lebte der dann auf den Philippinen mit seiner Frau in Philippinen, hatte aber auch eine Frau in Kanada. Also war schon irgendwie so ein ziemlich spezieller Typ, sagen wir es mal so. Und der kam da mit seiner riesen Kettensäge und der Vater von der Gastfamilie kannte den und dann immer, oh, oh, und wer bist du? Aus Deutschland, ah, cool und so. Naja, wisst ihr ja, die kennt er ja vielleicht die Gespräche, Autos und so weiter. Und dann ging es los, okay, wir müssen jetzt mal 2 Bäume fällen, dass wir Holz machen können. So, und da hatte ich euch ja gesagt, hatte dieser Dave so einen merkwürdigen Anzug an. Also das war so ein Anzug, so ein Schnittschutzanzug nenne ich es mal. Also du hast ja, wenn du mit der Kettensäge arbeitest, solltest du ja dann die schnittfeste Kleidung anhaben, dass du nicht irgendwie dir da einen Arm absägst. Ne? Und der hatte so einen ganzen Anzug wie so ein Overall. Aber das Spezielle an dem Overall war, dass der überall eingeschnitten war. Also da hingen schon überall die Fasern raus. Überall. Und ich dachte mir, wie zur Hölle ist das denn passiert? Das bedeutet, dass er sich da immer irgendwie reingesägt hat, weil das war so ausgefranst. Und ich habe ihn jetzt nicht gefragt. Und dann merkte ich irgendwie, wie er mit der Kettensäge umging. Und dann wurde mir einiges klar. Und der fuchtelte da rum und schnitt da. Und also ich habe jetzt echt nicht viel Ahnung von Bäume fällen. Ich habe schon in meinem Garten einige gefällt. Also von daher wusste ich schon ein bisschen so, was man macht und was man nicht macht. Aber so wie der es gemacht hat, sollte man es, glaube ich, auf keinen Fall machen. Also der war komplett schmerzbefreit, blieb dort einfach daneben stehen. Dieser Keil war falsch reingeschnitten und so weiter. Also war ziemlich halsbrecherig. Ich habe mich da immer gleich viele Meter verdrückt, wenn der dort am Schneiden war und der Schnitt und nebenbei erzählte der noch irgendwie über Fußball und über Football und über seine Frau auf den Philippinen, anstatt sich da auf den Schnitt zu konzentrieren. Also es war echt sehr, sehr speziell, sagen wir mal so, was der Dave da gemacht hat. Und dann plötzlich war die krasseste Aktion an dem Tag, rief der mich irgendwie hin, kannst du mir nochmal irgendwie das Öl geben? Der musste da irgendwie nachfüllen. Der ging von dem Baum weg, schwenkte seine Kettensäge nach hinten und obwohl der diese Kettensäge nur an dem Griff oben hielt, lief die volles Rohr weiter und säbelte vielleicht so ein Stück an meinem Arm vorbei, so mit dem Schwert. Und ich spring so zurück, ich sage, ey, sag mal, was ist denn mit dir los? Was war denn das jetzt? Ja, Robert, mach dir keine Sorgen, die Kettensäge ist irgendwie die Sicherung kaputt. Ich sage, du hast die oben am Griff gehalten, die läuft aber trotzdem weiter. Ja, ist kein Problem, passiert ab und an mal. Und dann wurde mir auch klar, warum quasi sein Anzug so dermaßen zerschnitten war, weil der Schnitt da halsbrecherisch und zwar auch echt übelst gefährlich. Jedenfalls haben wir aber noch die Bäume umgehauen bekommen, ohne dass irgendjemand zu Schaden kam. Das war sehr wichtig. Und dann haben wir da quasi die Bäume, es waren so große Kiefern, niedergehauen. Dann wurden die klein geschnitten
Und dann wurden quasi diese Stücke wurden dann auf Holzböcke aufgeflockt und dann wurden die klein gehackt. Und ich habe dann das ganze klein gehackte Holz reingestapelt zum Trocknen. Also das waren 3 Tage Arbeit. Die hatten dort so viel Feuerholz gemacht, da könntest du hier in Deutschland wahrscheinlich 4 Jahre hinkommen. Aber dort in Kanada reicht das halt nur ein Winter, weil die auch wirklich nur mit Holz geheizt haben. Und dann soll es wohl ab und an im Winter doch mal richtig kalt werden. Ja, das war mein Erlebnis mit dem Holzfällertum in Kanada. Und was mir auch aufgefallen ist, dass dort sehr viele, wir fuhren dann ab und zu abends mal nach der Arbeit in eine Kneipe. Und das war so eine Holzfällerkneipe. Also dort sammelten sich so die Leute, die früher auch Holzfäller waren. Und wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Da waren ganz viele Leute, die nur noch einen Arm hatten. Also die waren da teilweise hier oben abgetrennt. Und nicht das, was ihr euch jetzt denkt, dass die vielleicht da irgendwie sich einen Arm abgesägt haben. War jetzt nicht so gewesen. Aber früher wurde viel mit Seilwinden gemacht. Und irgendwie in den 70er, 80er Jahren müssen da auch so die Sicherheitsbedingungen echt katastrophal gewesen sein. Da wurden dann quasi über Seilwinden Bäume rausgezogen. Und da muss auch keiner auf die Sicherheit geachtet haben, sondern das war alles so halb legal, halb wild. Und dort müssen viele dieser Stahlseile gerissen sein. Und wenn die Leute dann halt nur dort rumstanden, dann ist das Stahlseil zurückgeschnappt und hat den ganzen Arm abgetrennt. Also echt irre, wie viele dort irgendwie ohne Bein und ohne Arm rumgerannt sind in der Kneipe. Es war echt so, wo ich mir dachte, okay, das muss echt ein sehr gefährlicher Job gewesen sein. Obwohl das ja heute auch noch immer noch ein sehr, sehr gefährlicher Beruf ist, auf jeden Fall. Ja, Freunde, und dann war die Frage, was mache ich nun? Also ich war dann, wie gesagt, im Norden von Vancouver Island. Es ging auch so ein bisschen so, habe so nach 2, 3 Tagen gemerkt, dann okay, die Familie will dann auch mal wieder ihre Ruhe vor mir haben. Und ja, Leute, dann kam ich ins Überlegen, was tue ich jetzt? Und zu dieser Zeit war ja der Umstand, dass ich in Deutschland keine Arbeit hatte. So. Also ich war jetzt nicht wirklich getrieben, irgendwie heimzufahren, aber habe schon so irgendwie gemerkt, bis jetzt viel rumgereist, war nur 5 Monate gewesen, die ich da unterwegs war. War wie gesagt auch auf kleineren Farmen gewesen, aber irgendwie merkte ich so langsam, jetzt vielleicht irgendwie durch den ganzen kanadischen Kontinent in den Osten fahren, wäre jetzt vielleicht auch nicht das, was dich irgendwie weiterbringt. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, eigentlich wird so langsam Zeit, heimzukehren. Und ich habe mich auf dem Weg nach Vancouver Island, nach Victoria auf Vancouver Island wieder zurückgemacht. Und dann musste ich die Entscheidung fällen, fahre ich nochmal weiter in den Osten von Kanada oder fliege ich nach Deutschland? Und wie das alles weiterging und was sich dann hier noch in Deutschland alles ereignet hat aus den Ereignissen in Kanada, das erfahrt ihr dann im nächsten und im letzten Teil von 5 Monate in Kanada. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt gerne mal in die Beschreibung schauen, da findet ihr noch viele Infos. Und bis bald, euer Robert von Autorando. Ciao.